Hallo, in dieses Video werden wir unsere Daten per SQL mit Muster filtern. Ich habe erstmal hier eine ganz einfache Abfrage, die holt Vorname, Nachname und Nation von der Tabelle Fahrer. Das ist unsere Formel 1 Datenbank. In dem Fall ist es eine SQLite-Datenbank. Der SQL, der hier jetzt geführt wird, der gilt für alle Datenbanken. Noch was will ich erwähnen. Ich habe jetzt hier eine SQLite-Datenbank, allerdings ist der Text und nicht sehr leicht zu lesen auf YouTube, auf die YouTube-Videos, gerade wenn man so das Video auf dem Handy anschaut und so weiter. Deswegen werde ich künftig alle Queries nicht in dem SQLite selber austragen, sondern ich benutze in dem Fall Visual Studio Code. Das ist eigentlich mehr als ein Texteditor. Man kann schon sagen, das ist eine Programmierumgebung. Und die lässt sich mit unbegrenzte Extensions erweitern. Und ich habe hier die SQLite Extension hinzugefügt. Und so kann ich direkt von Visual Studio Code die SQLite Datenbank abrufen. Man sieht hier, ich habe jetzt die Abfrage von vorhin rein und ich kriege hier alle Fahrer. Wir können jetzt nach diverse Schemen filtern. Das erste Schema ist, wenn ich genau weiß, was ich brauche. Also zum Beispiel, ich suche nach alle Leute, die mit dem Vorname Nico heißen. Dann ist das eine genaue Abfrage und dann gebe ich den Namen ein, speichern, und wenn ich jetzt hier die Query laufen lasse, dann kriege ich diese zwei Leute, die haben den Vornamen Nico. Das ist jetzt ein genauer Filter. Das heißt, ich weiß genau, ich will den Vornamen Nico und das soll genauso geschrieben werden. Häufig allerdings kommt es das so, dass man nicht genau weiß, was man will. Also, zum Beispiel, ich suche jetzt alle Fahrer, dessen Vorname mit O endet. Wie kriege ich das hin? Ich weiß nicht, wie die Namen alle sind. Wir haben auf jeden Fall einen Nico, aber was für andere Namen gibt es da, die mit O enden? Gibt es einen Lorenzo zum Beispiel? Und deswegen hier, das ist jetzt ein Muster. Das heißt, ich kann hier nicht nach einem genauen Filter filtern, weil alle Vornamen, die mit O enden, ja, ich kenne nicht alle Vornamen, die in der Datenbank drin sind. Deswegen könnte ich hier nicht mit sowas arbeiten. Ich muss dann ein ganz anderes System anwenden. Und da kommen wir zu zwei Platzhalter. Ich schreibe mal das hier in die Kommentare. Es gibt zwei Platzhalter in SQL. Und zwar der erste ist das Prozentzeichen. Und das ist ein Platzhalter für x-beliebige Zeichen. Und dann gibt es den Unterstrich. Und das ist ein Platzhalter für ein Zeichen. Ich schreibe es mal vielleicht hier in Klammern. Also das heißt x-Zeichen. Und der zweite wäre dann Platzhalter für ein Zeichen. So, das heißt, wenn ich jetzt alle Vornamen suche, die mit O enden, das heißt, der Teil vorne, den kenne ich gar nicht. Keine Ahnung, mit was denn ihr Vorname anfängt, ist mir auch eigentlich egal. Mich interessiert nur, dass die alle mit O enden. Deswegen kommt hier dieser Platzhalter für X-Zeichen, mir egal auch wie viel Zeichen. Und hier kann man nicht mehr das Ist gleich nehmen, sondern man nimmt das Schlüsselwort Like. Wenn ich jetzt diese Abfrage jetzt hier, oder sorry, dieser Filter jetzt hier ist kein genauer Filter mehr, sondern das ist eine Filtrierung nach Muster. In dem Fall ist das Muster so: such mal bitte alle Vornamen, die mit O enden. Und ich speichere das jetzt und lasse ich jetzt die Query laufen. Und so, man sieht hier, jetzt habe ich alle Vornamen, die mit O enden. Da habe ich jetzt Nico, Fernando, Timo, Jano und wie immer. Und natürlich, wenn ich jetzt diese Abfrage an einer neuen Tabelle hinzufüge, nehmen wir an, jetzt heute kommt ein neuer Formel-1-Fahrer rein, dessen Vorname mit O endet, den würde diese Abfrage auch abfangen, weil sie nimmt alle Vornamen, die mit O enden. Ja? Das ist mal die Sache. Natürlich muss man hier achten, wenn man solche Platzhalter nimmt, muss man immer das Wort like nehmen. Jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich suche jetzt nach allen Namen, die mit O enden. Allerdings
die sind nur vier Buchstaben lang. Das heißt, hier hilft mir das auch nicht, weil das wird man dann Fernando bringen, Giancarlo und so weiter. Die sind wesentlich länger als vier Zeichen. Deswegen hier muss ich dann den anderen Platzhalter oder auf einen anderen Platzhalter zugreifen, nämlich der Platzhalter vor ein Zeichen, das ist der Unterstrich. In dem Fall muss ich dann drei Unterstriche legen, weil die gelten. Jeder Unterstrich ist dann vor ein Zeichen und das vierte ist dann natürlich das O. Und so habe ich dann alle Vornamen, die mit O enden und vier Zeichen lang sind. Und dann, wenn ich das hier ran query, dann sieht man jetzt, habe ich jetzt nur diese Vornamen, die mit O enden und vier Buchstaben lang sind. Und natürlich kann man solche Filter so kombinieren wie mit normale Filter, mit normalen oder diese genauen Filter. Und da kann ich jetzt dann zum Beispiel, ich suche alle Namen, die mit A anfangen und 5 Zeichen lang sind. 1, 2, 3, 4. Mit dem A wären es 5. Und schauen wir mal, ob ich da was kriege, weiß ich auch nicht. So, und doch habe ich zum Beispiel Alan. Das ist jetzt ein Name mit 5 Aguri und so weiter. Also man sieht hier, man kann mit den Muster oder mit den Platzhalter genauso arbeiten wie mit normalen Filter. Allerdings darf man nicht ein Ist-Gleich nehmen, sondern das Wort Like. Noch was will ich erwähnen. Und zwar es gibt gewisse Produkte, gerade Microsoft-Produkte, wo man sowas schreiben kann. Das allerdings gilt nur für die Microsoft-Produkte wie SQL Server und Access zum Beispiel, wo man sowas schreiben kann. Like, also ich schreibe es mal hier, Vorname, Like und dann A und dann sowas, sorry, sowas und, ne, Quatsch, Prozent. So, und dann sowas. Anstatt ein Buchstabe stehen da mehrere, also zum Beispiel sowas. Was das bedeutet, muss ich noch hier die Gänsefüßler, dass man es richtig hat. Das wäre in Access oder SQL Server machbar. Was das hier bedeutet, suche alle Vornamen, die mit A anfangen, mittendrin ist egal, und die enden entweder mit A oder O. Ja, das wäre jetzt in andere SQL-Produkte und SQLite ist das nicht machbar, sowas. Deswegen hier, wenn ich diese Abfrage in SQLite schreiben will, dann wäre sie dann so. Ich tue es mal kopieren, damit wir schneller fertig sind. Quatsch. Kopieren. Und dann hier einfüge. Das erste wäre dann so. Und dann O. Und das zweite wäre dann so. Ja. Diese Abfrage, dieser Filter ist genauso wie der hier. Weil der Effekt von das hier ist, dass entweder endet der Vorname mit A oder mit O und das kann ich dann hier genauso machen in SQLite oder in andere SQL-Produkte, die diesen Feature nicht haben. Also soviel ich weiß, geht das nur in Microsoft-Produkte wie SQL Server. Bin ich mir auch nicht sicher, ganz sicher, ob das in SQL Server geht, aber definitiv in Access. Und so kann man nach Muster arbeiten. Oder nach Muster filtern. Man kann auch natürlich sowas machen. Also das heißt zum Beispiel, ich suche, oder nehmen wir mal eine Sache, ich suche nach allen Nachnamen, die O als zweiter Buchstabe haben. Also das heißt, where, jetzt in dem Fall Nachname, zweiter Buchstabe, okay, like. Jetzt fange ich an. Der erste Buchstabe ist unbekannt, aber ist nur der erste. Das heißt, da ist ein Platzhalter von nur ein Buchstabe. Dann kommt das O. Das kenne ich, das will ich. Das ist der zweite Buchstabe. Und der Rest, was hinterm zweiten Buchstabe, ich kenne ich gar nicht. Also Prozent. So habe ich jetzt eine Kombination hier aus einem Platzhalter vor ein Zeichen, der unbekannte erste Zeichen vom Nachname. Dann das O. Das ist der gewünschte zweiter Buchstabe vom Nachname und der Rest interessiert mich nicht oder keine Ahnung, dann kommt das Prozent. Und wenn ich das jetzt ausführe, tun wir mal speichern und run. So, und dann sieht man hier, da sind jetzt die Namen oder die Nachnamen vielmehr, die ein O als zweiter Buchstabe haben. Und so kann man nach Muster filtern und die heißen in Englisch, sind das Wildcards und das ist halt ein Wildcard oder beziehungsweise Platzhalter vor X Buchstaben und das ist ein Platzhalter für ein Buchstabe.